Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Sachen Wein passiert in Obernhof viel. Winzer, engagierte Einheimische und zuständige Behörden ziehen an einem Strang, setzen Zeichen für die Attraktivität des Ortes, wichtig gleichermaßen für Bewohner wie Gäste. So wurde eine weitreichende Flurbereinigung begonnen und mit dem Vinovent, ein eigener Anlaufpunkt für gesellige Weinproben und mehr, geschaffen. Das Besondere hier am Vinovent ist, dass erstmalig alle 5 Winzer aus den beiden Lahnweingemeinden Obernhof und Weinäer unter einem Haus vertreten sind. Herzlich willkommen in Obernhof zur Lahnweinprobe im Vinovent. Mit Einfallsreichtum und frischer Kreativität zauberte man aus einer ehemaligen Bäckerei einen attraktiven Treffpunkt. Es gab einfach früher keine Räumlichkeiten dafür. Jeder Winzer hat seinen eigenen Wein selbst vermarktet durch die eigenen Weinstuben. Und jetzt im Zuge der Flurbereinigung hat man einfach festgestellt, dass der Bedarf der Präsentation aller Weine gemeinschaftlich, dass das im Vordergrund steht. Die Besucher und die Gäste, die möchten einfach das gesamte Projekt Lahnwein und Flurbereinigung erfahren und nicht nur bei den einzelnen Winzern. Im Vinovent steht alles für die Weinprobe bereit. Obernhof selber hat 3 Winzer. Ich beginne mit dem Öko-Winzer. Das ist der Helge Ehmann mit seinem Weingut Schreiberlei. Der hat Öko- oder Eco-Vin-zertifizierte Weine. Dann gibt es das Weingut Uwe und Sabine Haxe auf der anderen Lahnseite. Und es gibt das Weingut Massengeil-Beck hier direkt in der Borngasse, genau hinter uns. Und was jetzt eben das Besondere ist, dass wir auch noch aus Weinäer, aus dem Weinhaus Treis, einen Spätburgunder haben und aus Weinäer ebenfalls, aus dem ältesten Weingut bei uns hier in der Region, dem Arnsteiner Hof von der Anne Scherer, auch die Weine. Für alle ist gesorgt, zum Beispiel auch für den, der mehr Bewegungsdrang verspürt, Weinberge und Flurbereinigung aus nächster Nähe betrachten möchte. In diesem Fall sei eine Genusswanderung empfohlen. Wir sind jetzt oberhalb des neuen Weinberges von Uwe Haxel aus dem Weingut Uwe und Sabine Haxel, der den tollen Namen Uwes bestes Stück erhalten hat. Und zwar deswegen, weil er so schwierig war in der Vorbereitung, dass hier überhaupt ein neuer Weinberg entstehen kann. Wenn Sie hier runterschauen, es ist schon sehr, sehr steil. Deswegen ist der Herr Haxel auch sehr, sehr froh, dass das jetzt hier maschinell betrieben werden kann und bearbeitet werden kann. Man bekommt einen Eindruck über die Steillage, man bekommt den Wein präsentiert an dem Weinberg, wo man sich befindet. Für die aufwendige Flurbereinigung gibt es eine ganze Reihe sehr gut nachvollziehbarer Gründe. Weil die Arbeitszeit, die man in die Stockerziehung einbringen muss, einfach viel zu viel ist und das für junge Leute sehr uninteressant ist. Man muss also maschinell arbeiten und es gibt auch jetzt Raupen, die diese Steigungen fahren können, aber die muss man auch einsetzen können. Und das ist eigentlich das Ziel der Flurbereinigung hier, die Weinbergsfläche zukunftsfähig zu gestalten, dass auch junge Leute weiter Interesse am Weinbau in Obernhof haben. Die Zeilenbreite muss einfach größer sein, dass die Maschinen durchfahren können, diese Hilfsmittel wie hier die Laufkatze oder dass die sich einhängen können, oben die Raupen, das muss halt geschaffen werden. Und auch die Weinbergsmauern, dass man über die Mauer die Raupen einsetzen kann, um da zu arbeiten. Und das sind alles so Sachen, die vorbereitet werden müssen, die eben durch die Einzelstockerziehung eben bisher nicht notwendig waren. Auch die quantitative Verbesserung ist erheblich. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass man vor der Flurbereinigung begonnen hat mit 5,3 Hektar Weinbergsfläche. Das war der Bestand. Und wenn die Flurbereinigung fertig ist, dann wird man auf 15 Hektar neue Weinbergsfläche gekommen sein. Und das ist, glaube ich, wesentlich. Und da kann man sehr gut erkennen, was das für die Zukunft bringt. Bei all diesen ernsthaften Überlegungen zum Thema Wein wird in Obernhof aber nicht vergessen, dass jeder edle Tropfen auch einen ganz besonderen Auftrag hat, nämlich die Geselligkeit zu fördern. Neben unseren Weinwanderungen, die wir regulär anbieten, ob frei in offenen Terminen oder gebuchten Terminen, findet auch einmal jährlich am zweiten Sonntag im Juni das allzeit bekannte Weinbergsfest statt, hier oben im Obernhofer Göteberg. Und alle 5 Winzer, das ist das Besondere daran, präsentieren sich mit ihren neuen Weinen. Obernhof ist in Bewegung. Neben Flurbereinigung und Vinovent entstehen noch weitere Highlights der besonderen Art, zum Beispiel ein Bürgerweinberg und der Cassiopeia-Stieg. Und auch für Menschen, die keinen Wein mögen, stellt Obernhof ein lohnendes Ziel dar. Denn auch die verschiedenen Qualitätswasser der Lahntalquellen gibt's hier
zu verkosten. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.